Das Finanzviertel der iranischen Hauptstadt Teheran unterscheidet sich kaum von denen europäischer Städte. Bank reiht sich an Bank. Drinnen werden Kredite beantragt, Überweisungen in Auftrag gegeben, Konten verwaltet. Aber etwas fällt doch auf. Die großen Geldbündel, die viele Kunden abheben. Zwar gibt es auch im Iran Geld- und Kreditkarten, aber die funktionieren nicht im Ausland. Noch nicht. Eine Folge der jahrelangen Sanktionen, die das Land auch vom internationalen Finanzsystem abgeschnitten haben. Wer Geschäfte im Ausland machen will, muss mit Bargeld reisen. Überweisungen laufen nur über Mittelsmänner, etwa in Dubai. Darunter leiden alle Bereiche der Wirtschaft. Wenn ein Unternehmer Geld ins Ausland überweisen will, etwa um Rohstoffe einzukaufen oder eine Zahlung aus dem Ausland bekommt, dann geht das bisher nur über zwei oder drei Mittelsmänner. Und dadurch steigt der Preis, oft auf das Dreifache oder noch mehr. Ahmad Sarazwand weiß, dass die Integration ins internationale Finanzsystem nicht von heute auf morgen funktioniert. Zu komplex sind die Finanzströme. Aber gerade das sei wichtig für die gesamte Wirtschaft und dafür, dass der Kurs der Annäherung an den Westen von breiten Schichten der Bevölkerung unterstützt wird. Wir hoffen, dass mit dem Ende aller Sanktionen ausländisches Kapital ins Land kommt. Dann könnten viele der Fabriken im Iran wieder arbeiten oder ihre Produktion ausbauen. Und unsere jungen Leute könnten wieder gute Arbeitsplätze finden. Denn die hohe Arbeitslosigkeit, besonders unter Jugendlichen, ist das derzeit größte Problem des Iran. Ausländisches Kapital und der Zugang zu Märkten im Ausland könnten für viele Unternehmen einen Aufschwung mit sich bringen.